Mistelgau im Landkreis Bayreuth. Jörg Hermannsdörfer checkt noch einmal sein Arbeitsgerät, bevor es für den ehrenamtlichen Luftbeobachter zum Einsatz geht. Ich betreibe hier den schnellen Einsatzhubschrauber. Rufname Kader Oberfranken 15-3. Schnell bedeutet in dem Fall nicht, dass der Hubschrauber besonders schnell ist, sondern dass wir, wenn wir einsatzbereit sind, innerhalb von 20 Minuten in der Luft sind. Und heute ist es so, wir haben in Bayern eigentlich flächendeckend die Waldbrandstufe 4 und teilweise sogar 5. Und da hat sich die Regierung von Oberfranken entschlossen, aufgrund der extremen Waldbrandgefahr heute auch zu fliegen. Eigentlich erfolgt die Luftbeobachtung nämlich nur an Wochenenden und Feiertagen. Dann also, wenn viele Menschen im Wald unterwegs sind. Und mehr Menschen bedeutet höhere Waldbrandgefahr. Schon eine weggeworfene Zigarette oder ein heißer Autoauspuff genügen, um ein Feuer zu entfachen. Und das sieht man eben am besten aus der Luft. Wir haben heute Fernsicht von ungefähr 120 Kilometer. Und eine Rauchfahne zeichnet sich in der Flughöhe wirklich so 50, 60 Kilometer deutlich am Horizont ab. Und man ist halt einfach in der Früherkennung unheimlich fix. Und das ist im Prinzip der Riesenvorteil der Waldbrandbeobachtung aus der Luft. Die ersten Rauchschwaden lassen auch nicht lange auf sich warten. Doch Jörg Hermannsdörfer erkennt schnell, dass die Staubwolke ihre Quelle in einem Steinbruch hat. Entwarnung also. In etwa 300 Metern Höhe fliegt der Hobbypilot und geschulte Luftbeobachter mit gut 170 Stundenkilometern seine vorgegebene Route über Gesamt-Ostoberfranken ab. Sieht er etwas Verdächtiges, dann heißt es schnell reagieren. Das heißt, wir sehen ein Feuer, wir fliegen dorthin, informieren die Leitstelle und lotsen dann zur Not, wenn es wirklich ein Brand ist und als solcher identifiziert ist, die Einsatzkräfte, die Bodenkräfte aus der Luft direkt zum Einsatzort. Dieses Jahr hat Jörg Hermannsdörfer glücklicherweise noch kein Mal die integrierte Leitstelle informieren müssen. Aber die Luftbeobachtungssaison ist ja noch jung. Letztes Jahr waren es viele, also bei jedem Flug hat irgendwas geraucht, ob es der Grill war oder ob es wirklich ein Feuer ist, das klärt man, sieht man dann, wenn man wirklich vor Ort ist. Ansonsten ist es so, heute relativ warm, relativ viel Wind. Natürlich freut man sich, wenn es nicht brennt. Aber so für einen Piloten, so Schnitzeljagd ohne Schnitzel ist irgendwie auch langweilig. Wenn es weiter so trocken bleibt, wird Langeweile bei Jörg Hermannsdörfer wohl in der nächsten Zeit nicht aufkommen. Dann nämlich wird der Diplomkaufmann häufiger seine Freizeit im Heli verbringen.